die Brigitte. Ich arbeite im Regenbogenfamilienzentrum und mache dort die Kinder- und Jugendarbeit. Mein Name ist Stefanie und ich bin Schulsozialarbeiterin an der Waldblick-Oberschule hier in Freital. Wir kooperieren sehr viel mit den Schulsozialarbeitern und sie mit uns. Wir wissen, dass jeder Neumarkt viel von Jugendlichen besucht wird und dementsprechend ist immer viel Müll und die Jugendlichen sollen wenigstens die Chance bekommen, ihren Müll wegwerfen zu können. Ja, wir wollen eigentlich diese Papierkörbe, die extra die Stadt Freital für uns zur Verfügung gestellt hat und anfertigen lassen hat, wollen wir mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam bemalen. Wir finden hier ganz viele Fressmonster als Motive, eigentlich in den verschiedensten Variationen, die dann auch manchmal was sagen. Ich bin ein Müllmonster, fütter mich. Genau, das ist auch so das große Thema gewesen, Müllmonster. Es soll noch zwei Schilder dazu geben, wo dann auch wirklich draufsteht, der Müll kommt hier rein mit einem coolen Spruch noch. Und das ist das Nächste, was wir jetzt machen wollen. Die 48-Stunden-Aktion finden wir sehr positiv und sehr schön, weil das gut angenommen wird und wirklich für Freital und für das Stadtgebiet etwas geleistet werden kann. Und es wird gewürdigt, auch die Jugendlichen bekommen und die Kinder bekommen eine gute Würdigung. Und die freuen sich auch schon sehr auf die Abschlussveranstaltung. Wir sind die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Freital mit den Jugendgruppen der Löschzüge Wurkwitz, Pesterwitz und Döhlen. Insgesamt sind wir heute 18 Kinder und dann noch 6 Betreuer dazu. Unser Wochenende 48-Stunden-Aktion besteht darin, dass wir unseren alten Container, also unseren alten Anhänger, wo unsere Jugendfeuerwehrzelte 4 Stück verlastet sind, der wird verkauft. Und dafür werden 2 Rollcontainer gebaut in dieser Form. Sieht zum Schluss so aus. Und ja, in dem Fall werden die Container gebaut, im Vorfeld die Stangen abgeschliffen und mit einer neuen Farbe versehen. Übernachten heute hier in der Feuerwehr mit einem kleinen Kinoabend nach der Abschlussveranstaltung. Und dann geht es morgen noch mit den Resten weiter. Die 48-Stunden-Aktion ist für uns eine Pflichtveranstaltung. Die Kinder fragen aktiv schon nach, wann ist denn die nächste Veranstaltung, können wir wieder teilnehmen und was machen wir. Weil die haben dann schon teilweise eigene Ideen, was sie vorschlagen und was wir dann meistens auch umsetzen. Ich bin die Bianca und ich bin vom BC-Verein. Und ich bin die Anne und komme vom Faschingsverein. Wir haben als erstes so ein paar Grünarbeiten gemacht und haben so Blümchen gepflanzt, dass es halt ein bisschen schön aussieht. Und jetzt kleben wir die Außenfassade noch ab, damit die dann neu gestrichen werden kann. Denn wir haben nächste Woche hier Haus- und Hoffest und da gibt es einen Graffiti-Workshop, wo die Kinder dann unsere Wand im Hintergrund besprühen können und sich richtig austoben können. Genau, und dann haben wir noch Fahnenmasten mit der Flagge vom Faschingsverein und vom BC-Verein. Wir machen das zusammen, weil wir ja auch zusammen in dem Haus sind und ja auch zusammen immer dieses Hoffest organisieren und eng zusammenarbeiten. Deswegen machen wir auch solche Aktionen meistens zusammen. Denn ohne den BC-Verein wird es einfach den Faschingsverein in der Form nie mehr geben. Wir machen bei der 48-Stunden-Aktion mit, da es eine gute Außenwirkung hat und wir unseren Verein präsentieren können. Außerdem stärkt es die Gruppendynamik. Genau, und wir haben alle Spaß, kommen zusammen und das ist ja auch wichtig. Zentrum Freital e.V. und wir kümmern uns um alle Belange, die mit der Umwelt hier in Freital zu tun haben.
Unsere 48-Stunden-Aktion kümmert sich darum, dass wir zum Teil ein Angebot für Kinder haben. Die Nistkästen, die wir hier stehen haben, die können bemalt werden und die werden dann an öffentlichen Plätzen in der Stadt aufgehangen. Und dann natürlich noch unsere Pflanzentauschbörse, wo die Leute Pflanzen vorbeibringen können und welche mitnehmen können natürlich. Die Pflanzen, die wir hier im Angebot haben, das geht los von Tomaten bis zu Haselnusssträuchern. Die 48-Stunden-Aktion ist für mich eine Aktion, wo man gemeinnützig tätig werden kann, anderen Leuten was Gutes tun kann und vielleicht auch was Gutes zurückbekommt. Wir sind der Jugendclub Bürgicht und es gibt seit ca. 3 Jahren ungefähr. Also wir haben dieses Jahr zur 48-Stunden-Aktion geplant, allgemeine Arbeiten am Außengelände durchzuführen. Das heißt, wir machen eine neue Wiese, wir kümmern uns darum, dass der Umkreis vom Club schön ist oder wird, befreien das alles ein bisschen vom Müll, schneiden die Hecken zurecht, mähen Wiese und so weiter und so fort. Damit das alles bessere Gestalt annimmt, müssen noch ein bisschen nachbessern vom letzten Jahr, weil uns da was kaputt gegangen ist. Und bauen einfach neue Ablagemöglichkeiten für uns, also erweitern so ein bisschen unseren Bereich, unsere Räumlichkeiten. Wir machen bei der 48-Stunden-Aktion mit, vor allem weil wir damit unseren Verein stärken können, unseren Jugendclub ausbauen können. Wir sind ja auch immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Es ist immer für uns eine gute Repräsentationsplattform, um die Jugendarbeit so ein bisschen voranzutreiben. Und natürlich wollen wir uns da auch in so ein soziales, großes Projekt als Jugendclub mit 19 Mitgliedern doch schon relativ groß gut einbringen. Ja, und das alles ein bisschen mit voranbringen. Praktisch gesagt, wir haben unseren Nutzen davon, stärken die soziale Arbeit in der Region und von daher ist ja allen geholfen. Die 48-Stunden-Aktion heißt für mich in 3 Worten, wir geben Gas. Ja, ist aber schnuckelig hier drin. Gut, oder? Ist ja cool. Was ist das nächste Ziel? Jugendclub Langsdorf, da müsst ihr überlegen irgendwie. Ob wir da ein Interview machen oder nicht? Achtung, hier kommt jetzt ein Blitzer. Blitzer! Ich weiß nicht, ob der blitzt mich. Nebel, du stehst im Weg. Was ist denn, du stehst schon wieder im Weg? Kannst du mal das machen? Willst du so einen Farbübergang machen? Zum Blau, zum Grün? Mach das. Ja. Nee, wink lieber, nee, Felix. Alle Gruppen hier begrüßen und manche sind ja noch dampfend hier angekommen. Schön, dass ihr es pünktlich geschafft habt. In Freital, wie jedes Jahr, irgendwie die magische 15, haben wir wieder 15 Gruppen am Start gehabt mit mehr als 120 Teilnehmern und ich denke, das ist schon eine auch sehr, sehr respektable Leistung. Danke fürs Engagement und auch danke an die, die diese 48-Stunden-Aktion jedes Jahr oder auch in diesem Jahr als besondere möglich gemacht haben. Uns erwartet heute hier zum einen natürlich
eine Ehrung jeder einzelnen Gruppe, aber auch ein buntes Bühnenprogramm mit Zauberei und Tanz. Weiter so, wir unterstützen euch auch im nächsten Jahr gern wieder und freuen uns, wenn wir uns dann alle wiedersehen. Also dann, schönen Abend noch. Danke.